Ja, hey, willkommen, mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Xillia 2. In der letzten Folge haben wir die illusionäre Dunkelheit hier wieder durchstreift und das machen wir in den nächsten paar 10.000 Folgen immer noch. Und ich muss jetzt mal überlegen, wen haben wir letztes Mal gemacht, ich weiß nicht. Ich gehe auf jeden Fall mit der Gruppe hier los, weil von denen haben wir noch gar keinen hier bekämpft. Deswegen ist es irgendwie so sicherer. Und ja, da kann ja nichts schief gehen, ne? Also, auch unser gewohnten Ablauf wieder, Jude, Rowan und Muse. So, dann kann ich ja keine doppelte Laterne, kannst fackeln, okay. Kann ich ja keine doppelten mehr betreten, hier keine doppelten Türen, Laterne, Kerze fackeln, ne? Boah, das ist jetzt natürlich wieder eine Woche her, seit ich gespielt habe, deswegen kann ich wieder ein bisschen aus der Übung sein. Ja. Ist der dritte. Ich weiß nicht, wo der dritte ist. Ich sehe schon zwei Dinge, aber egal. Gehen wir einfach durch, ne? Und zwar, wo gehen wir durch? Nur auf der rechten Seite gibt es Sachen, okay. Ich möchte aber gerne hier die Dinge haben, alle. Oh, da ist. Die sind alle hier, okay. Laterne. Wahrscheinlich sind die überall da, wo jetzt keine Türen sind, damit man extra irgendwie so einen Umweg machen muss oder so, ne? So, man bekommt ja 6 Glocken dafür, also mache ich das gerne, weil ich möchte noch mehr Kostüme hier haben oder Verwandlungen, sag ich mal. Und wahrscheinlich werde ich die auch alle noch sammeln auf Screen, wenn ich hier mit jedem Charakter durch bin. Also ja, warte schon mal drauf. So, dann gehen wir irgendeinen rein und zwar den obersten am besten. Ich habe nämlich vergessen, mir so Gott zu notieren. Wo ich schon überall durchgegangen bin. Das sehe ich jetzt mal gar nicht ein. Wie eins. Was ist denn das? Was ist das denn? Oh, super. Hey. Warum denn eins? Warum ziehe ich nur manchmal eins ab? Ich verstehe das nicht. Ich jetzt nicht mit jemandem verbunden war oder was, das liegt wahrscheinlich irgendwie daran, ne? Liegt doch immer irgendwie daran, habe ich so das Gefühl. Feuer. Falsch. Auch falsch. Wie gesagt, ist ein bisschen eher. Ja, eine Woche. Vielleicht werde ich auch diesmal zwei machen, ja. Also zwei Bosse auf einmal. Aber jetzt, wo wir schon wieder von denen aufgehalten werden, habe ich nicht so weit gehört, dass klappen wird. Weil irgendwann sind wir doch bestimmt stark genug, ey. Oh, naja. Ich weiß es einseitig in den ganzen Folgen, aber ich habe ja Glück und jemand interessiert hat. So, was für Dinge habe ich überhaupt? Ah, super, das hatte ich. Leck mich. Ich hätte gerne irgendwie die Dinge hier eingesetzt hier. Diese Erfahrungs plus 80% Dinger. Was? Oh. Okay, Planänderung. Geh mal zum unteren. Ich komm Bock hab jetzt die Richtung da hinten zu ändern. 6 Glocken, sehr gut. Brauche ich, die will ich. Gib mir die. So, da oben ist das erste. Da machen wir einen Schnelldurchlauf. So, wo ist das nächste? Langsam ist es ja immer wieder gleich, ich weiß. Eigentlich nur die Bosse immer. Das ist eigentlich nur ein riesiger Boss-Rush, habe ich so das Gefühl. Auf der Seite ist keins mehr, also muss ich hier runter. Was hier unten geht es nicht mehr weiter, okay. Gucken wir mal oben. Ja, natürlich alle Kerzen und so was alles mit, falls wir sowas sehen. Ja, dann, wenn ich Glück habe, dann Terne. Dann muss ich nicht noch mal ein Gericht einsetzen, weil meins nur aktiv ist. Also hoffentlich renne ich nicht in irgendeinen rein. Laterne. So wie jetzt ungefähr. Okay, Fackel, schon mal in die falsche Richtung. Reihenfolge. Ja, schon vergessen, die 6 Glocken, aber egal.
offscreen auf jeden Fall noch mal hier reingehen und alles mögliche Sachen da. Die sind alle hier gewesen. Was? Oh, das eine war direkt hier drunter, habe ich gerade gesehen. Dann lass mal untergehen. Irgendwo da. Sehr gut. Meine Güte, das geht ja richtig schnell jetzt. Wenn man das schon ein paar Mal macht, ne? So, jetzt wieder runter. Kein Ding. Also zweimal runter. Geh da runter. Nehmen hier. So. Jetzt noch ein runter. Sehr gut. Ein, zwei Komplikationen, aber sonst kein Ding. Ja, jetzt bekomme ich natürlich nicht so viel Ausbeute, weil ich nicht richtige Reihenfolge genommen habe. So, welchen Weg haben wir jetzt bekommen? Den, was, Maxwell? Okay. Dann wahrscheinlich Buse, ne? Okay, warum kommt jetzt die Kampfmusik? Ja, habe ich mit irgendjemandem noch ein Kostüm aktiviert, oder? Aber wahrscheinlich, weil ich Muses Standardkostüm noch habe, ne? Also von Xillia 1. Nein, 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 setzt keinen Schaden ein. Warum sind meine TP so im Eimer? Oh, ne. Oh ja, gut, geil. Ich habe gemerkt, dass ich mit Rowan die ganze Zeit verbunden bin. Sehr gut. Du bist jetzt immer noch anfällig gegen Eis. Komm schon. Natürlich gut, wenn ich das mal in einem Part direkt zwei von diesen Bossen erledigen kriege. Komm mal her. Nein. Was haben die hat eingesetzt? Okay. Das hat nichts gemacht. Ja, nicht spam jetzt den Angriff. Wir können nichts dagegen tun. Ich meine, zieht das immens viel ab. Die ersten Bosse sind ja zum Glück immer voll schwach. Der lässt eigentlich irgendwas. Ja, alte Glocke und Silbergriffe. Ist immer noch schwach gegen Eis. Sehr gut. Meine Güte, ist das einfach. Okay, sehr gut. Das war nicht der Rede, weil ich schaffe locker. Zwei in einem Part. Sehr gut. Na klar. Oh, Laterne, die sind schon wieder an der gleichen Stelle, okay. Ob ich da den Kampf ausweichen kann. Mal das hier einsetzen. Boah, das war knapp. So, wo war jetzt das erste? Hier? Ja. Himmelloch, Hölle, ey. Da sind so viele Dinger jetzt hinter mir. Das sah jetzt aus wie eine Pepsi irgendwie. Aber egal. Laterne, Kerze. Können wir so locker mit 20 Dingern rausgehen. Also meine Güte. Ihr fetten Viecher, geht mal weg da. Ich passe da sogar noch durch, ey. Sehr gut. Ihr macht keinen Platz, dann gehe ich einfach noch durch. Pff. So, wieder 6 Glocken. Aber ich finde das schön, wenn ich herausgefunden habe, was zu tun ist. Wenn man weiß, was zu tun ist, ist das wirklich einfach alles hier. So, jetzt noch mal so 5 Minuten den Weg hier. Und dann wahrscheinlich kommt jetzt ja die Büste. Schwarzer Düsterdrache. Das ist, glaube ich, nicht so schwer. Zum Glück habe ich jetzt mein Erfahrungsplus-Ding reingeballert. Aber Drache, das ist ja wohl nicht so schwer, oder? Was ist denn das hier? Na, komm mal her, na? Da freut mich mal ein bisschen, damit das ein bisschen schneller geht. Oh, hat lang gedauert. Egal. Ja, Schattendrache. Was bist du? Du bist gegen
nicht einfach. Ich sag das doch gleich. Kann ich ja den Angriff jetzt spammen. Oder den eher. Dich. Dum, 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 dum. Oh nee, warte mal, den eher. Dich, 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 dich. Komm mal her. So, komm her. Sehr gut. Was für ein Bild, ey. Ja, das ist vielleicht ein Bild gewesen. Ja, noch fünfmal schwarzer Düsterdrache. Oder Düsendrache, was? Was hat denn für ein bekloppter Name? Da ist nicht nochmal Adlens hier. Machen wir den hier. Gut. Sehr gut. Und zack. Ich habe ein bisschen den Ton, stimmt. Habe ich gar nicht dran gedacht. Kann sein, dass der Ton vielleicht in diesem Part verdammt leise ist. Ich ein anderes Projekt den Ton ein bisschen runtergestellt habe. Verdammt. Ja, das bringt Erfahrungspunkte sehr viel. Wenn ich Pech habe, ist der Part doch ein bisschen leise. Könnte vielleicht sein. So, hier lohnt sich, diese Dinge einzusetzen. Drei Stück sind noch übrig. Perfekt. Ne, vier Stück sind noch übrig. Verdammt. Nein, jetzt geht alles den Bach runter. Okay. Wer erwartet mich hinter dem Hügel? Nix. Jetzt da. Die sind natürlich wieder bestimmt exakt hier verteilt. Jetzt wäre es gut, wenn hier so ein Bakura-Viech rumlaufen würde. Ich liege so gut in der Zeit irgendwie. Ach, komm her. Wie Maxwell. Ach ja, da kann er Maxwell einsetzen. Und zack. Jawohl. Wow, da bringt's voll mit den Erfahrungspunkten. Sehr gut. Alles läuft nach Plan. Da ist der nächste Drache, sehr gut. Hätte ich mal eine Sekunde gedauert. Komm mal her. Komm mal her. Na. Natürlich so ein Viech, dass ich in die Bohnen eingraben kann, ey. Weil er nicht schön genug war bis jetzt. Der nimmt jetzt wahrscheinlich die ganze Zeit auf, ne? So, sehr gut. Ja, ich sollte vielleicht Pistolen ansetzen mit Ron, ja, als Partner. Habe ich auch nicht dran gedacht, verdammt. Was ist denn Leute los, ey? Der Ton ist alle, was? Oh, FP plus 2, sehr gut. Kann ich mich jetzt nicht drum kümmern. Ich habe Zeitdruck. Ich habe Druck. Und da, boah, der sah so klein aus von hinten, ne? Vom Weiten sah der voll klein aus. Du bist auch irgendwie klein, kann das sein? Hat sich gereimt. Sehr gut. So, bringt das was? Nee. Bim, bim, bim. Sehr gut. Warte mal. Also ohne Dingen hier, ohne Mystikrad und so, da kostet nur Zeit. Wieder ein Level Up.
Die einzige, die normal aussieht, ist irgendwie Muse, kann das sein? Aber ist sie, die immer am verrücktesten drauf ist. So, jetzt noch schnell Dingens hier einsetzen. Das letzte Ding hier. Dann waren wir richtig produktiv heute. In dieser Folge. Zwei Level-Ups, vielleicht noch ein Level-Up nach dem Boss. Mal gucken. Wo unser nächster Boss ist, Muse. Ist nie gut. Muse als Gegner ist nie gut. Ach, was soll's. Boah, da kommt was runtergegnet für euch. Hahaha. Guck mal her. Dauert mir ein bisschen zu lange. Und zack, 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 zack. Eigentlich müsste ich ja mit Muse steuern, ne? Haben wir voll oft vorgenommen, mit anderen Charakteren zu steuern, aber irgendwie bin ich halt immer mit Ludger irgendwie festgegangen. Blieb ich immer mit Ludger, meine ich. Festgegangen, oh. Aber ich nehme Muse als Partner. Obwohl, wenn sie Magie einsetzt, dann, also unsere gegnerische Muse, dann sollte ich vielleicht eher Rowan als Partner nehmen. Ach, da. So, jetzt schaffen wir alles in einem Part locker. Ich bin guter Dinger. Hm. Mein Deutsch ist wieder voll pro heute. So, habe ich jetzt überhaupt? Ja, ich wollte schon sagen. Vorher gar nicht mehr die Dinger hier für die normalen Bosse, die da vorkommen. So, Muse, na? Muse ist Schatten, sehr gut. Und die passen sich echt unsere Level an, kann das sein? Hi, komm mal her. Wie zaubern. Oh nein, das ist nicht gut. Oh. Sie hat noch mal einen? Nixer. Nein, wie kannst du es wagen? Du bist gegen nichts anfällig. Geil, sehr gut. Oh, das war von ihr. Stimmt, wir haben keinen Heiler jetzt, ne? Bin ich eigentlich irre? Rowan. Ja, ich werde doch eine Weile mit Rowan festhängen, habe ich so das Gefühl. Das wird halt nicht gut ausgehen, ja. Dann, wo ist sie? Nein, sie kann auch so Rettungsteleportation einsetzen. Nein, 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 nein. Hat irgendwie so eine Tötungsrisiko, habe ich so das Gefühl. So, das ist aber von Rowan, das kenne ich doch. Tidal Wave. Warum haben wir eigentlich vom User schon mal die verbundene Mystik gerade eingesetzt? Ich weiß halt gar nicht. Nee, ich glaube, da wird nichts mit User als Partner. Da muss ich Rowan wirklich einsetzen. Ich bekomme die ganze Zeit Magie hier gegen die Fresse. Also über Rowan. Oh nein. Wie kannst du es wagen? Jude, mach mal was, rette den Tag. Verdammt. So, komm her. Wie? Ma. Verdammt. Was ist los? So, sehr gut. Ich bin jetzt nicht sicher. Haben wir schon mal gesehen?
sie einfach eins abgezogen kommt nur. Auf zu zaubern, Mann. So nicht. Warum kann ich mir mit ihr keine Dingens ein? Da von uns? Ich weiß es nicht. So, endlich mal. Ich muss sagen, ihre Attacken sind irgendwie nicht so gut. Ihr Verbundenen. Hör auf, bleib hier. Aaron. Meine Güte, wie die uns fertig macht, ne? Aber sie brennt. Sehr gut. Meine Strategie. Sie leuchtet wieder ein. Oh Mann, wir sind irgendwie im Eimer. Warum? Ja, warum? Dann mache ich daneben. Auf! Bleib mal da stehen. So. Sie kann sich immer da raus teleportieren, ne? Das ist. Wie zaubern. Aua. Kannst du es wagen? Nein, 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 nein. Ich wollte auch. Ja, ich kann zaubern. Zauberschutz. Ich habe die nicht getroffen, egal. Aber dafür trifft das hier. Guck ich mal an, wie wenig das abzieht im Vergleich zum verbundenen Art. Was mache ich da? Ich springe. Ist irre. Meine Güte, was mache ich hier? Ich kann irgendwie nur die Attacke auswendig gerade. Nein. Komm her, Muse. Geh weg, geh weg. Aua. Wie? Oh nein, oh nein. Oh ja, ich wurde getroffen. Warte mal, das geht ja gegen alle, ne? Son of a. So, jetzt haben wir so unendlich viel AP. Einen Charakter. Was ist das denn? Ach, Zeitstopp, ne? Was reicht's hier? Komm her. Vor irgendwas, was deftiger reinhaut. Ma, bleib hier. Kannst du dich doch nicht aus allen hier raus teleportieren? Stimmt, sie hat ja auch einige Hammer-Dinger, ne? Keine Ahnung, was ich hier mache. Jetzt mal einfach das hier ein. Wir fahren keine Attacken mehr ein. Sehr gut. Fröhliche Weihnachten. Ich weiß, Weihnachten ist schon nichts vorbei, aber egal. Oh nein. Das heißt ja eine Komponente. Boah, Hilfe, geh weg. Ja, Muse belebt Jude wieder. Danke. Ist die Beste. So, mach die fertig. Sehr gut. Nein, das ist von der, ne? Verdammt. So, komm her. Ja, das ist Dunkelheit, sehe ich gerade. Au. Ja, nicht gut. Alter, macht uns fertig. Habe ich so das Gefühl. Oh ja, mach die. Rowan, ich brauche deine Hilfe. Lass mal aufhören, auf mich loszugehen die ganze Zeit. Was ist denn jetzt auf einmal los?
Ma, warum geht denn jetzt physisch auf uns alle los? Ma. Mache ich diesen Angriff hier, diese Kreuze da im Hintergrund? Mach diesen Angriff hier. Armer Jude. Ach ja, jemand muss Musik wieder beleben, weil niemand anders kann ja wieder beleben. Mal bringt irgendwie nicht, habe ich so Gefühl. Nein. Oh nein, 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 nein. Boah, Zeit angehalten. Sehr gut. Ah. Was ist denn los? Irgendwie belebt Yusei nicht so oft Dingens wieder. Geh weg, geh weg. Ja, nicht spam. Yusei, warum setzt du nicht Dingens ein? Wiederbelebung. Mal was ändern, ne? Wie? Meine Güte, was verrecken denn hier alle? Was ist denn das? So, das wird aber noch reichen gleich. So, komm her. Gibt's doch nicht. Ah, da, da, da. Wieso gehen sie jetzt die ganze Zeit physisch auf uns los? Muss doch bitte erreichen, oder? So, das wird ja wohl reichen jetzt. Vor 27 Minuten, leck mich. Was ist denn hier auf einmal los? Sehr gut. Oh mein. Und einer wird ab. Sehr gut. Alte Glocke und ja. Ging gar keine Gegenstände mehr. Nur bei Gaius haben wir was bekommen. Gibt's noch nicht. So, dann raus hier. Und zack. Und dann würde ich sagen, haben wir schön alles in einem Part mal diesmal geschafft. Und ja, wir sehen uns halt in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Xillia 2. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage tschüss, bis zur nächsten Folge.